Webkonferenz von Centix, die wir außerordentlich aufgrund der Corona-Krise einberufen haben. Diese möchten wir nun beginnen und ich möchte Ihnen allen ein herzliches Willkommen ausdrücken, dass Sie an diesem Webinar kurzfristig teilnehmen. Mein Name ist Patrick Hussi, ich bin Geschäftsführer bei Centix und ich verantworte dort das Portfolio Management. Mir zugeschaltet ist Manfred Hübner, der als Chefstratege und Centix-Gründer einen genauen Einblick zur Corona-Krise geben wird. Alles das, was uns zurzeit bewegt und letztlich auch erwarten wird aus diesem neuen, sehr markanten Event. Wir möchten Ihnen als professionellen Marktteilnehmer unsere Überlegungen teilhaben lassen. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir Sie dazu zum Querdenken anregen. Und bitte beachten Sie auch in diesem Zuge unseren eingeblendeten Disclaimer. Unsere Arbeit zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass wir diese konträren Gedanken sowohl im Research als auch im Portfolio Management leben, sehr, sehr konsequent darauf handeln und hierdurch effektiv diversifizieren. Gerade in diesem Umfeld ist es deshalb enorm wichtig, dass wir in die Märkte und in die Menschen reinhören, Wahrnehmungsveränderungen erkennen und natürlich dann ganz eng am Anlegerverhalten dran sind. Dafür stehen wir mit Centix, unseren Analysen und unseren Fonds. So, wir sind nun alle jetzt gespannt auf die Ausführungen unseres Chefstrategen Manfred Hübner. Ja, vielen Dank, Patrick. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Bewegte Zeiten. Ich hoffe, Sie sind alle gesund wohlauf und haben sich in der neuen Zeit, die für uns alle vor 4 Wochen wahrscheinlich noch undenkbar waren, einigermaßen eingerichtet, inzwischen die K-Fallpläne alle überprüft und scharf gestellt. Denn es kommt einiges auf uns zu. Es ist schon einiges passiert, aber um ein wesentliches Fazit schon vorwegzunehmen, es ist sicherlich mit dem heutigen Tag in keinster Weise schon beendet. Als wir unseren Jahresausblick für dieses Jahr geschrieben haben, der den Titel Unhaltbar trägt, da haben wir letztendlich darauf ja Rückgriff genommen, dass wir gesagt haben, es gibt einige Entwicklungen an den Finanzmärkten, die wir für unhaltbar halten, untragbar halten. Wir waren also durchaus darauf eingerichtet, dass das ein oder andere in diesem Jahr ja zur Disposition gestellt wird, dass es überraschende Bewegungen gibt. Dass natürlich das, was jetzt passiert ist, haben wir in keinster Weise vorhergesehen. Wenngleich man sagen muss, mir war es damals aus mir jetzt im Nachhinein unerfindlichen Gründen sehr wichtig, den Hashtag vor das Wort unhaltbar zu setzen. Ich fand das natürlich irgendwie modern, aber vielleicht hat da das Unterbewusstsein schon was gewusst, denn der Hashtag wird ja dazu benutzt, damit eine Nachricht viral geht. Also so gesehen trägt ja auch dieser Titel unhaltbar sogar schon eine kleine virale Botschaft. Die Frage, die uns natürlich alle, die wir uns alle stellen angesichts der Kursverwerfung der letzten Tage, ist die Bewegung jetzt unhaltbar oder kommt es nicht doch vielleicht so, wie jetzt auch der neue Hashtag zeigt, der in Italien gerade viral geht, nämlich Andra Tutto Bene. Es wird schon gut gehen. Wird es am Ende des Tages nicht doch sein, dass die ganze Aufregung uns in einigen Monaten wie ein schlechter Scherz vorkam, wo wir uns fragen, was ist damals mit uns passiert und warum sind wir so verrückt gewesen? Das versuchen wir ein bisschen in dem heutigen Webinar ein bisschen zu beleuchten. Also wie gesagt, unhaltbar oder es wird schon gut gehen. Um das zu tun, müssen wir uns ein paar Fragen stellen. Nämlich ja irgendwo mal die Frage stellen, was ist überhaupt passiert? Ganz klar ist es natürlich, dass wir einen Marktschock erlebt haben. Wir haben den schnellsten Crash aller Zeiten durchlaufen. Es gibt praktisch kein Vorbild für diese Art von Kursverlust, für diese Geschwindigkeit an Kursverlust, die wir gesehen haben. Die einzigen Ereignisse, die auch nur ansatzweise in die Nähe kommen, sind die Bewegung von 1929, 1987 und 2008. Damit wird schon klar, wenn es der schnellste Crash aller Zeiten ist, haben wir eigentlich vom Markt schon 2 wichtige erste Antworten bekommen. Erstens,
Es muss etwas sehr Signifikantes sein, denn es ist, wie gesagt, ein außergewöhnlich, nicht nur schneller, sondern auch großer Crash. Und wir haben eben diese Information bekommen, es ist der schnellste Crash aller Zeiten. Das heißt, worauf wir uns als erstes schon mal einstellen müssen, auch für die nächsten Wochen, dass alle Entwicklungen sehr, sehr schnell durchlaufen werden. Das heißt also auch Erholungsphasen, die der Markt durchläuft, werden insgesamt wahrscheinlich kürzer sein, viel schneller ablaufen, als wir das von früheren Events gewohnt sind. Das Zweite ist, es handelt sich um ein globales Ereignis. Auch das gab es nie zuvor, dass ein schockartiges Event de facto innerhalb kürzester Zeit den gesamten Globus erfasst. Das wiederum bedeutet auch, dass wir hier wieder einen Hinweis bekommen, dass es ein sehr ernstes Ereignis ist, was ja, Folgen haben wird, die wir in dieser Form allesamt nicht erlebt haben. Sprich, wir müssen alles, was wir denken, möglicherweise eine Spur größer denken. Das nächste ist, dass wir ja jetzt in eine Rezession schlittern, aber eine Rezession mit Enddatum. Denn wir alle wissen, es wird ein Leben nach Corona geben. Corona ist kein Ereignis, was die Menschheit auslöschen wird. Das ist in keinster Weise zu erwarten. Und die Frage ist nur, wie wird Corona beendet? Wird Corona beendet, indem es sich irgendwann totläuft, weil die Menschen immun sind? Wird eine medikamentöse oder eine Impfung gefunden? Das wissen wir nicht. Das heißt, wir wissen, es ist eine Rezession mit Enddatum, aber es ist eine Rezession mit unbekannter Tiefe. Das heißt, was wir nicht wissen, ist, wie stark der Schock werden wird. Wir haben eine erste Indikation aus China bekommen, nämlich die Entwicklung in den ersten 2 Monaten, wo zum Beispiel Industrieproduktion, gesamte Wirtschaftsleistung um rund 20% eingebrochen sind. Das heißt, die chinesische Volkswirtschaft wird aller Voraussicht nach einen Wachstumsverlust von rund 6% erleiden. Und das ist durchaus etwas, was wir auch hier für Europa und für andere Länder erwarten können. Und darauf sind die Volkswirte überhaupt noch nicht eingestellt. Wenn man sieht, der ZDW macht eine Umfrage und fragt die Marktteilnehmer jetzt, was sie denken, wie stark wir Wachstum verlieren, dort ist als Antwortkategorie, als größte Antwortkategorie 1% vorgeschlagen. Das wird hinten und vorne nicht reichen, denn man sieht ja jetzt schon aktuell, das öffentliche Leben ist in großem Stile lahmgelegt, Reisen etc., alles wird abgesagt. Das sind Wirtschaftseinbrüche von ungeahnter Größe und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Zahlen allesamt größer werden, auch wenn sie nur vorübergehend sind, aber sie werden vorübergehend größer als alles, was wir vorher gesehen haben. Diese Krise stellt aber auch die Systemfrage, denn auch das wird ja jetzt schon in kürzester Zeit deutlich, dass diese Krise alle Unzulänglichkeiten unserer Zeit, die sich in den letzten Jahren aufgestaut haben, aufdeckt. Angefangen von der medizinischen Situation, wo wir feststellen, dass 1800 kritische Patienten das italienische Gesundheitssystem an den Rand des Kollaps bringen. Wir erleben, dass Medikamente nicht mehr lieferbar sind, weil es weltweit nur noch ein oder zwei Hersteller gibt, die dann dadurch ausfallen. Generell das Problem, dass wir eine überoptimierte oder eine sehr hochoptimierte Weltwirtschaft haben, die extrem verwundbar ist gegen Störungen in den Lieferketten. Wir haben das Thema Finanzblasen, schwache Finanzstrukturen einerseits bei Banken, andererseits in den USA, viele Unternehmen, die Eigenaktien auf Kredit zurückgekauft haben. Ich empfehle in diesem Zusammenhang mein Video, was ich bei der Mission Money gemacht habe, nochmal sich genau anzuhören. Dort habe ich eigentlich ziemlich genau beschrieben, was passiert, wenn so ein schwarzer Schwan wie ein solches Event auf dieses fragile System trifft, welche enormen Rückkopplungen das bewirken kann. Es zeigen sich in der Krise aber auch eben die unterschiedlichen politischen Qualitäten von unterschiedlichen politischen Akteuren. Und eben auch zum Beispiel schwache Strukturen wie zum Beispiel der Bundesliga-Fußball, wo man sieht, dass wir natürlich auch hier ein Profisystem haben, was extrem auf Wirtschaftlichkeit getrimmt ist und wo jetzt Vereine in kürzester Zeit möglicherweise vor dem Konkurs stehen, weil eben Fernsehgelder etc. ausbleiben. Also alle möglichen Strukturen unserer Zeit werden durch diese Krise massiv hinterfragt.
Das nächste Besondere an der Krise ist, dass wir den Faktor Zeit mit einbeziehen müssen. Der Faktor Zeit ist hier ganz, ganz essentiell, und gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist natürlich, klar, je länger die Krise andauert, desto tiefer werden die ökonomischen Folgen werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass, in China, wo die Krise zuerst losging und wo man ja eigentlich auch sehr früh mit sehr drastischen Maßnahmen reagiert hat, bis heute noch immer Neuinfektionsfälle auftreten. Solange Neuinfektionsfälle auftreten, kann die Politik, wenn sie natürlich nach ihrer aktuellen Logik ausrichtet, ja unmöglich ein Ende dieser Maßnahmen beschließen. Denn im Prinzip reicht ja ein infizierter Patient, der nicht erkannt wird, aus, um einen neuen Infektionsherd zu begründen, sofern in der Bevölkerung noch keine hinreichende Immunität gegeben ist. Das heißt, wir haben, also das Besondere an der Krise ist auch, dass wir per Stand heute noch kein Muster haben, noch kein Vorbild haben, anhand deren wir abschätzen können, wie lange wir in diesen Notstandsmaßnahmen verharren müssen, um eine wirkungsvolle Eindämmung dieser Pandemie zu erreichen und auch eine gewisse Rückkehr zur Normalität. Letztendlich wird diese Krise dazu führen, und das ist leicht dahingesagt, aber man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Welt nach Corona wird nicht mehr die gleiche sein. Egal wie lange diese Krise dauert, wir werden danach ein völlig verändertes politisches, gesellschaftliches System vorfinden, wo ganz neue Fragen gestellt werden, angefangen natürlich von den Fragen, wie man sich in Zukunft gegen ein ähnliches Event schützen wird, wie die internationale Solidarität funktioniert hat. Wir werden in Europa sicherlich am Ende der Krise wissen, ob Europa durch die Krise zusammengerückt ist und wir sozusagen den Vereinigten Staaten von Europa erheblich näher gekommen sind, oder ob Europa weiter auseinandergedriftet ist und möglicherweise am Ende der Krise zerfallen ist. Das allein gibt Ihnen schon mal einen Vorgeschmack davon, dass was in den nächsten Wochen und Monaten alles noch an Dynamiken sein wird. Es wird sich eine deutliche Veränderung geben. Das heißt, wir haben es mit einer Krise zu tun, die eine Disruption in die Welt bringt, die, wie gesagt, selbst mit 2008 möglicherweise von der Wirkung her noch 2008 sogar noch übersteigen kann. Ja, und dann schauen wir noch mal kurz auf das Virus selbst. Hier muss man natürlich ganz klar sagen, wir sind keine Virusexperten, wir sind keine Mediziner. Wir beziehen unsere Informationen letztendlich aus den vorhandenen veröffentlichten Quellen. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich aus diesen Informationen sich ein paar Fragen stellen, beziehungsweise einfach ein paar statistische Zahlen sich mal anschauen und die mal etwas näher hinterfragen. Das Erste, was wir fragen müssen, ist, um was geht es aktuell gerade? Also wir haben ja weltweit besondere Maßnahmen im Laufen. Zu was dienen die? Dienen die dazu, nur die Ausbreitung zu verlangsamen? Da merke ich an die Äußerungen von zum Beispiel von Professor Drosten von der Charité erinnern, der sagt, das Ganze zieht sich dann am Ende über 2 Jahre hin, bis 60 bis 70% der Bevölkerung mit dem Virus in Kontakt gekommen wären. Selbst wenn man mal unterstellt, dass wir in einem Jahr einen Impfstoff haben und damit dann den Prozess nach einem Jahr abkürzen können, würde das ja bedeuten, dass wir das gesamte Jahr 2020 nur damit beschäftigt wären, in dem Stil, wie wir es jetzt gerade begonnen haben, diese Entwicklung zu verlangsamen. Ich habe eben schon den Faktor Zeit angesprochen. Ich glaube, wir Menschen sind zwar einerseits gut darin, uns auf neue, veränderte Umstände einzustellen. Ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft nicht dazu vorbereitet ist, mehrere Monate in diesem Zustand zu verharren, den wir jetzt aktuell haben. Das geht die ersten Tage ganz gut, das geht vielleicht die ersten ein, vielleicht auch noch 2 Wochen gut, aber es wird sich relativ schnell wirklich Unmut gegen diese Entwicklung aufstauen und die Leute werden hinterfragen, ob das wirklich die richtigen Maßnahmen sind. Wenn dann noch hinzukommen bei einer mehrmonatigen Ausbreitung der Krise, dass Versorgungsengpässe
Defizite immer wahrscheinlicher werden, dann ist das doch für mich eine sehr fragwürdige Strategie, ob die Strategie der Verlangsamung über mehrere Monate am Ende erfolgreich sein wird. Oder geht es inzwischen doch schon darum, die Infektionsketten zu unterbrechen, also in Form eines massiven Schocks, wo man die gesamte Weltwirtschaft für 2 bis 4 Wochen quasi schlafen legt, dafür zu sorgen, dass die Infektionsketten massiv gebrochen werden. Denn wenn, ich sag mal, sich nach 2 Wochen keiner mehr neu infiziert und dann muss man ja in Anführungsstrichen nur noch die Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen abwarten und könnte dann einigermaßen sicher sein, dass das Virus sozusagen keinen neuen Wirt mehr gefunden hätte. Das wäre fast zu bevorzugen. Wir müssten dann in Anführungsstrichen nur sicherstellen, dass die Bevölkerung innerhalb dieser 4 Wochen weltweit sozusagen mit dem Nötigsten versorgt wäre, hätte aber dann die Chance oder die Hoffnung, dass das etwas kürzerfristiger ablaufen würde. Diese Frage ist aber bislang unbeantwortet. Die Politik spricht nach wie vor von Verlangsamung. Das halte ich für relativ kritisch. Das andere ist, da habe ich eben schon angedeutet, auf was warten wir eigentlich? Warten wir darauf, dass wir Notfalltherapien erfolgreich anwenden können, dass das Gesundheitssystem also vorbereitet ist, dass wir die Notfallpatienten verkraften? Dann wäre es natürlich auch etwas kürzerfristiger, als wenn wir darauf warten, dass wir Medikamente haben, die den Schwerstinfizierten helfen können, die Krankheit zu bewältigen. Auf einen Impfstoff zu warten, glaube ich, bringt nichts, weil da sind selbst die optimistischsten Aussagen die, dass das mindestens bis Herbst dauert. Und ich glaube, bis Herbst werden das unsere Gesellschaften, wie gesagt, in der Form nicht verkraften. Ja, und last but not least, wenn wir an den Virus denken, dann sollten wir uns einfach mal noch mal ein paar Zahlen vor Augen führen und aus den Zahlen heraus uns einfach mal ein paar Fragen stellen. Und deswegen habe ich mal als Stichwort hier China genannt. Denn mit China wollen wir anfangen. Ich habe hier mal die Ihnen vielleicht, einigen von Ihnen bekannte Statistik von der Seite worldometers.com von heute Morgen ausgedruckt. Und ich finde, dass diese Statistik ganz interessant ist und doch ein paar Fragen aufwirft. Zum einen sehen wir, dass China als Urheber der Strategie 21 neue Fälle noch hat. Jetzt kann man sagen, einerseits ist das ja ein gigantischer Erfolg, dass in seinem so großen Land es nur angeblich zu 80.000 Infektionen gekommen ist. Aber wir sind, wie gesagt, immer noch nicht bei Null. Das heißt, das System oder die Regierung in China muss immer noch aufpassen, dass diese 21 neuen Fälle, die da pro Tag entstehen, nicht unbemerkt bleiben. Denn, wie gesagt, das Land ist sehr groß. Wir haben nur 56 Einwohner pro 1 Million gehabt, die dieses Virus hatten, vornehmlich in der Region Wuhan, sodass eine Neuinfektion in China außerhalb der Region jederzeit möglich erscheint. Und das wäre natürlich ein erster schwarzer Schwan, wenn es hier in China sozusagen zu einem Wiederaufleben käme, weil man zu früh mit den Maßnahmen beendet hat. In Italien ist das Land mit Abstand höchsten Infektionsfällen weltweit, 462 Einwohner pro 1 Million Fälle. Was auffällt, ist, dass die Sterblichkeit in Italien überdurchschnittlich hoch ist im Verhältnis zu anderen Ländern. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass man viel später erkrankt hat und die Bevölkerung oder der durchschnittliche Patient relativ alt ist. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal die Statistik insgesamt anschauen und schauen uns mal andere Länder an, auch mit vielen Fällen, zum Beispiel die Schweiz, die ja auch schon 271 Infizierte pro 1 Million hat, dann sieht man, dass die Schweiz praktisch gar keine kritischen Patienten hat. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen einzelnen Ländern, was die Sterblichkeit angeht, was schon mal darauf hinweist, dass die Art und Weise, wie man in dem Land vorgeht, einen Unterschied macht. Gleiches wird deutlich, wenn wir nach Südkorea schauen. Südkorea, ein Land, was auch sehr früh, sehr heftig betroffen war, aber durch eine völlig andere Methode der Tests seine Neuinfektionsraten deutlich abgemildert hat. Und auch zum Beispiel Japan, was ja auch am Anfang stark betroffen war, auch jegliche Form von Verbreitung innerhalb des Landes eingedämmt hat. Und das führt mich dazu, zu der entscheidenden Frage, sind wir wirklich gut beraten, dass die ganze Welt die gleiche Strategie
des kompletten Shutdowns durchführt. Es gibt offensichtlich so große Unterschiede in der Gefährlichkeit, in der Art, wie sich dieses Virus ausbreitet, dass man sich eigentlich die Frage stellt, warum fährt die Welt nicht einen diversifizierten Ansatz und versucht, verschiedene Strategien der Eindämmung durchzuführen. Länder mit einem guten Gesundheitssystem, die vielleicht es riskieren, die Fallzahlen sozusagen hochschnellen zu lassen. Andere Länder, wie es zum Beispiel die UK vorhatte, so eine Art Herdenimmunität herzustellen, indem man sagt, wir isolieren halt nur die Kranken und die Alten und lassen die Gesunden sozusagen dem Virus ausgesetzt. Ich glaube, es wäre für uns alle ein großer Vorteil, wenn wir unterschiedliche Strategien in der Welt verfolgen würden, mit diesem Virus umzugehen, um schnellstmöglich zu erkennen, welches die effektivste Form ist, mit diesem Virus umzugehen. Denn das Ziel muss ja am Ende sein, nicht, dass wir den Virus aus der Welt bekommen, sondern dass wir eine möglichst schnell eine hohe natürliche Immunität herstellen, durch junge und gesunde Menschen, um damit effektiv die wirklich kritischen Bevölkerungsgruppen zu schützen. Und da scheint mir der aktuelle Weg, die aktuelle Reaktion der Politik eher kritisch zu sein. Man setzt ganz einseitig nur auf eine massive Abschottung, auf einen massiven Shutdown, der, wie gesagt, meines Erachtens nach auf Dauer in dieser Form nicht durchzuhalten ist. Und da wäre es mir eigentlich, würde ich mich wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass die Welt etwas diversifizierte Strategien anwenden würde. Ja, so viel zu diesem Thema, zur Einstimmung. Also wie gesagt, man merkt schon, wir haben es mit ganz neuen Fragestellungen zu tun. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich als Finanzmarktanalysten irgendwo ein bisschen zurückgeworfen auf unsere Methoden, wie wir auf Märkte schauen. Und deswegen will ich einfach hier nochmal ein paar klassische Indikatoren anschauen, die wir auch routinemäßig betrachten. Beginnen möchte ich mit einem Chart, den viele von Ihnen schon kennen, den haben wir die letzten anderthalb Jahre in schöner Regelmäßigkeit Ihnen immer wieder gezeigt. Das ist ein Chart, wo wir zum einen die Zinsstrukturkurve in den USA, den Abstand von 10 zu 2-jährigen Anleihen in blau darstellen. Die Kurve ist invertiert, das heißt, wenn die blaue Linie steigt, heißt das, die Zinskurve wird flacher. Und damit überlagert in Orange die Aktienmarktvolatilität. Und wie Sie wissen, sind wir seit anderthalb Jahren gebetsmühlenartig dabei, immer wieder zu betonen, Leute, passt auf, die Volatilität wird deutlich steigen, denn Sie sehen es an diesem Chart, die blaue Linie ist zeitversetzt, die läuft also der orangefarbenen Linie voraus. Und tatsächlich haben wir jetzt einen Anstieg der Volatilität bekommen, wie wir ihn in der Form natürlich auch nicht erwartet haben. Aber dass er gekommen ist, ist alles andere als unerwartet. Das Gute ist, dass diese Volatilität jetzt so hoch ist, dass man schon fast davon ausgehen kann, dass hier erstmal ein gewisses Überschießen vorliegt und der Markt auch eine gewisse Beruhigungsphase durchlaufen kann. Allerdings, bevor man sich zu früh freut, haben wir hier mal einen Chart, wo wir die Volatilität in Blau abgetragen haben und haben in Orange überlagert die Positionierung der Anleger in Volatilitätsprodukten. Und man sieht, dass vor Beginn der Krise, Ende 2019, die Anleger massiv Vola Short waren. Das heißt, ganz, ganz viele Anlagestrategien haben darauf gesetzt, dass die Volatilitäten niedrig bleiben. Wir haben im Jahresausblick gesagt, Leute, passt auf, die Vola trifft diese vergesslichen Anleger, denn diese Anleger haben sich Ende 2019 nicht daran erinnert, dass sie Ende 2017 schon mal den gleichen Fehler gemacht haben, der dann Anfang 2018 deutlich bestraft wurde. Was man jetzt sieht, der Fehler wurde wieder bestraft, aber die aktuelle Positionierung liegt gerade mal hier. Das heißt, die Leute sind immer noch netto short, obwohl wir schon einen viel größeren Volatilitätsanstieg erlebt haben, wie wir ihn 2018 erlebt haben. 2018 sind wir sehr schnell im Markt dazu gekommen, dass die Anleger nicht mehr Vola short, sondern sogar Vola long waren. Das fehlt derzeit. Und das ist ein Indiz dafür, dass die ganzen Risikomanagementprozesse immer noch nicht vollständig gegriffen haben. Die Krise, diese Korrektur, ich habe es ja gesagt, das ist der schnellste Crash aller Zeiten, läuft so schnell ab, dass im Moment eigentlich nur die Anleger massiv verkauft haben, die ganz feste Stop-Loss-Regeln hatten oder die halt eben eine ganz feste Systematik haben. Aber überall dort, wo Anlagegremien zu entscheiden haben,
Dort sind viele von der Bewegung komplett überfahren, müssen sich jetzt erstmal sammeln, müssen eben diese Gremiensitzungen durchführen, sodass man leider sagen muss, dass dieser Abverkauf möglicherweise immer noch nicht vollständig ist, obwohl er schon ein so heftiges Niveau erreicht hat. Also ein gewisses Restrisiko gibt es aus dieser Betrachtung schon, wenngleich man sagen muss, wenn man eben anschaut, wo die Volatilität ist, und vergleicht das mit historischen Maßstäben, dann sind wir jetzt auf Niveaus, wie wir sie eben nur zu den Höchstzeiten der Finanzkrise erlebt haben. Und damals haben wir zumindest eine gewisse, ja, volatile Seitwärtsphase durchlebt. Aber wir haben damals keinen V-mäßigen Anstieg erlebt. Also alle diejenigen, die jetzt die Hoffnung haben, dass sich die Aktienkurse in kürzester Zeit massiv erholen werden, da wären wir ein bisschen vorsichtig. Wir wären durchaus fürs Erste schon recht glücklich, wenn wir überhaupt mal eine gewisse, ja, volatile Seitwärtsphase einmünden würden, der Markt ein gewisses neues Gleichgewicht ausformulieren würde. Ja, und wenn man klassisch draufschaut, ist man natürlich geneigt, am aktuellen Rand die Chancen zu sehen, weil man natürlich auch sieht, dass das Sentiment hier extrem negativ ist. Auch das ein Wert, wie wir ihn nur in der Finanzkrise gesehen haben. Das heißt, der klassisch konträre Ansatz aus Sentiment, aus Volatilität, all diese Faktoren sagen eigentlich ganz klar, es müsste jetzt irgendwo zu Ende sein, und eine gewisse, ja, neue Marktphase anbrechen, die von Erholung oder aber zumindest von der volatilen Seitwärtsphase geprägt ist. Auch kalendarisch gibt es Grund dazu, dass diese Phase anbrechen könnte. Zum einen haben wir ja in unseren Analysen die Iden des März immer wieder erwähnt, die durchaus am Markt eine Zäsur bringen hin zu etwas Besserem. Wir haben am Freitag noch den großen Future-Verfall. Wir könnten uns vorstellen, dass bis zum Future-Verfall der Markt anfällig bleibt, weil eben der Future-Verfall die Anleger dazu zwingt, Position zu beziehen. Dass aber eben nach dem Verfall dann eben diese neue Marktphase anbricht und der Markt eben ja volatil seitwärts oder in eine Aufwärtsbewegung übergehen kann. Das ist die taktische Sicht. Die Frage ist, wie geht es eigentlich über den Tag hinaus weiter? Und wenn man ein bisschen längerfristig denkt, dann schauen wir natürlich sehr stark auf unseren Sentix-Konjunkturindex, der auch dieses Mal wieder als First Mover der erste der großen Frühindikatoren war, der ganz klar diese historische Dimension auch auf der wirtschaftlichen Seite herausgebracht haben. Wir haben, als wir die Pressemeldung veröffentlicht haben, Montag vor einer Woche, haben wir betont, dass es ein nie zuvor dagewesen, ein beispielloser Abriss der Konjunkturerwartung ist. Heute wissen wir, dass das in der Tat alles beispiellos ist, was passiert. Wir sehen, dass alle Weltregionen mehr oder weniger jetzt eine ganz klare Rezessionsindikation haben. Und wenn wir diese Daten statistisch analysieren, dann haben wir, wie gesagt, kein Vorbild. Aber wenn wir uns die Marktphasen anschauen, die dieser Entwicklung am nächsten kommen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Wirtschaftsschwäche uns mehrere Monate erhalten bleibt. Glücklicherweise findet aber ein Großteil der Verwerfungen schon innerhalb der ersten 4 bis 6 Wochen statt. Das heißt, die erste gute Nachricht ist, auch wenn wir mehrere Monate wirtschaftliche Probleme vor uns haben, spricht dies nicht dagegen, dass wir jetzt eine gewisse Phase der Beruhigung durchlaufen können. Aber ganz klar, diese Entwicklung ist nicht zu Ende. Und sie ist auch deswegen nicht zu Ende, weil wir glauben, dass die Anleger das falsche Narrativ im Kopf haben. Denn wenn wir uns mal anschauen, was der strategische Bias macht, der strategische Bias, die Wertwahrnehmung der Investoren, dann sieht man, dass diese Wertwahrnehmung am Anfang der Krise gefallen ist. Da konnten wir uns auch von Sentix sehr schon differenzieren, weil das war für uns ein Warnindikator. Wir sind entsprechend defensiv in den Portfolien gewesen und konnten somit auch den ersten Abschwung sehr gut meistern. Und seitdem steigt die Wertwahrnehmung. Das hat natürlich auch bei uns dazu geführt, weil das eine positive Entwicklung grundsätzlicher Art ist, dass wir auch in die Märkte zurückgekehrt sind. Wir müssen aber uns heute doch ernsthaft die Frage stellen, ob dieser Indikator hier uns momentan wirklich in die richtige Richtung führt. Denn warum steigt die Wertwahrnehmung? Sie steigt unseres Erachtens nach aus 3 Gründen. Zum einen,
weil die Leute im Hinterkopf haben, ey, wenn es Panik ist, war es doch eigentlich immer gut und nach einer Panik wird es besser. Dieses Stereotyp ist sehr präsent. Das zweite Stereotyp, was sehr präsent ist, ist, wir haben doch die Notenbanken und die werden uns doch irgendwo auch mit viel Geld irgendwo schützen. Und die Anleger setzen sehr stark auf diesen Faktor, komme ich gleich noch zu. Und das Dritte, was sich dahinter verbirgt, ist, dass die Anleger im Kopf haben, dass vor dem Corona-Einbruch Aktien relativ zu Bonds extrem günstig bewertet waren. Denn wir hatten ja Dividendenrenditen, die weit über dem liegt, was man im Anleihemarkt kassieren konnte. Und das war ja auch von uns im Jahresausblick eben eine der Thesen, dass die Anleger attraktiv finden. Wer aber unseren Jahresausblick gelesen hat, der weiß, dass wir damals schon gewarnt haben, dass man sich nicht sicher sein soll, dass eben die Dividenden und die Gewinne wirklich sicher sind, wenn es zu einer Krise kommt. Und genau das passiert jetzt. Wir erleben, dass viele Unternehmen Dividenden einstellen, weil sie natürlich jegliche Form von Cashmitteln in der Firma bunkern. Wir haben das Problem, dass Hauptversammlungen nicht stattfinden. Das heißt, selbst ein Unternehmen, was Dividende zahlen will, kann keine Dividende zahlen, wenn es keine Hauptversammlung durchführen kann. Und last but not least, wie gesagt, die Einschläge bei vielen Unternehmen sind so stark, dass die Gewinne in so schneller Form erodieren, dass die Dividendenfähigkeit bei vielen Unternehmen binnen kürzester Zeit zusammenbricht. Das heißt, dass diese Annahme hinter diesem Bias-Anstieg, dass die Aktien in Anführungsstrichen noch die gleiche Qualität haben wie vor der Krise, ist unseres Erachtens nach ein Trugschluss und wird dazu führen, dass irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen dieser Bias der Entwicklung hinterherkommen wird, nämlich in dem Maße, in dem man erkennt, dass diese Dividendenfähigkeit bei vielen Unternehmen extrem gelitten hat. Und das ist natürlich unterm Strich dann noch ein sehr großes Problem, weil dann sozusagen auf die erste Phase der Panikverkäufe möglicherweise eine zweite Phase dann folgt, wo sozusagen aus rationalen Gründen verkauft wird. Also das ist hier im Moment ein richtig großes Problem, auch für uns im Ansatz. Wir vertrauen ja prinzipiell sehr stark auf unsere Daten und auf unsere Modelle. Aber wir müssen befürchten, dass eben die Anleger momentan speziell auf der strategischen Ebene das falsche Narrativ im Kopf haben und deswegen wir auch im Moment das Problem haben, von Sendix, dass wir uns eben nicht so gut differenzieren können kurzfristig. Das wird aber in den nächsten Wochen, in dem Maße, wo das Narrativ bei den Anlegern korrigiert wird, werden wir aller Voraussicht nach auch wieder besser ins Spiel kommen und dann mit uns auch wieder besser noch differenzieren können. Ja, ich sagte schon, ein Narrativ ist eben der Verlass auf die Notenbanken. Der ist sehr, sehr groß. In unserem Themenbarometer Notenbankpolitik sieht man, da hatten wir ein Allzeithoch, wo die Anleger sagen, hey, wir müssen doch jetzt eine extrem expansive Notenbankpolitik bekommen und das sollte uns doch stützen. Aber wir haben es auch in unserem Statement zum Konjunkturindex gehighlightet. Die Weisheit ist dieses Mal, dass es eben nicht die Notenbanken sind, die uns retten müssen, sondern das ist ganz klar eine tiefe Wirtschaftskrise, die mit Mitteln der Geldpolitik eigentlich gar nicht wirksam bekämpft werden kann. Die Geldpolitik kann das zwar sehr gut flankieren und Maßnahmen unterstützen, aber es kommt jetzt doch sehr darauf an, dass die Politik in Form von fiskalischen Maßnahmen gegen diese Krise anarbeitet und Marktteilnehmer, Unternehmen, Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen aus dem Risiko dieses Prozesses herausnimmt und versucht zu stabilisieren. Und das wird glücklicherweise getan. Also wir sind erstmal sehr, sehr froh, dass wir markante Äußerungen bekommen. Unser Wirtschaftsminister, Finanzminister sagen, wir klopfen jetzt, wir kleckern nicht. Und wir haben natürlich alle, die Politik hat natürlich noch sehr vor Augen, dass es Mario Draghi war, der dann gesagt hat, naja, whatever it takes, ich tue alles, was notwendig ist und believe me, it will be enough. Das heißt, man setzt darauf, dass es hier, dass man alles tut, was notwendig ist, um das zu stabilisieren. Das ist sehr schön, gibt uns erstmal prinzipiell die Zuversicht, dass die Politik den Schuss gehört hat und dass in der Tat jetzt eine Menge Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Aber ganz klar, wir bezweifeln, dass sich die handelnden Personen über die Dimension
ihres Tuns im Klaren sind. Ich weiß nicht, ob die Politik wirklich eine saubere Kalkulation gemacht hat. Wir haben das mal überschlagsmäßig zum Beispiel gemacht, indem wir gesagt haben, alle Arbeitnehmer in Europa sind 240 Millionen ganz grob, davon gehen 20% in Kurzarbeit und von diesen 20%, die kriegen im Schnitt 3.000 Euro, würde allein für die EU bedeuten, dass pro Monat 144 Milliarden Euro gezahlt werden müssen, wenn in Gesamteuropa sozusagen so ein Kurzarbeitergeld für 20% der Beschäftigten gezahlt wird. Da sieht man auch, dass die Zeitdimension wichtig ist, ne? Mache ich das einen Monat oder muss ich das 4 oder 5 Monate machen? Das sind gewaltige Unterschiede. Und das ist jetzt nur, in Anführungsstrichen, ein Teilbereich. Wir haben ja ganz, ganz viele andere Sektoren, die da mit betroffen sind. Es wird darüber gesprochen, inwieweit Entschädigungen gezahlt werden müssen für Buchungsverluste in der Reisebranche, die Airlines, die komplett nicht mehr fliegen. Die IATA hatte vor einigen Tagen in einem, was ich heute als optimistisches Szenario herausgestellt, hat die das mal kalkuliert, dass allein die Luftfahrtbranche über 120 Milliarden Einnahmenverluste hat. Die dürften heute mit dem kompletten Shutdown weltweit noch viel, viel größer sein. Also das sind immense Summen und ich glaube, niemand hat zum jetzigen Zeitpunkt eine Vorstellung davon, wie groß diese Summen werden. Über welche Zeiträume reden wir? Wie gesagt, der Zeitfaktor ganz entscheidend. Wir entdecken, dass die meisten Veranstaltungen, alle Planungen im Moment sagen, naja, so bis Ostern soll das mal dauern. Aber wie gesagt, wenn wir nur über eine Verlangsamung des Virus reden, reden wir über deutlich längere Zeiträume. Also da steckt auch noch ein großes Überraschungspotenzial. Und last but not least, ja, über was reden wir? Im Moment wird viel von Krediten, die man bereitstellen will, geredet. Aber was nutzt es einem Unternehmer, der hohe Verluste macht, wenn diese Verluste, die er nicht tragen kann, durch einen Kredit gestundet werden? Er kann auch später die Verluste trotzdem nicht abbezahlen. Das heißt, wir reden also hier nicht nur über Kredite, sondern wir werden auch in hohem Maße über Verlustübernahmen reden. Und damit steht natürlich die Frage im Raum, spätestens dann am Ende der Krise, wer bezahlt die Rechnung? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wird in den nächsten Wochen und Monaten noch viel, viel ärger gestellt werden müssen. Denn im Moment ist jeder damit einverstanden, dass der Staat diese außergewöhnlichen Maßnahmen ergreift. Aber niemand stellt sich eigentlich die Frage, in welcher Form werden diese Maßnahmen am Ende dann auch wirklich bezahlt. Ja, wer bezahlt es? In erster Linie unmittelbar bezahlt natürlich der Staat, indem er Schulden aufnimmt. Das ist der unmittelbare Weg. Und deswegen glauben wir, dass der Bondmarkt der eigentlich große Verlierer dieser Krise ist. Letztendlich glauben wir, dass diese Krise das Zeug dazu hat, den langfristigen Zinsabwärtstrend nachhaltig zu drehen und in einen Zinsaufwärtstrend zu überführen. Und das glauben wir aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wie gesagt, aufgrund der schieren Last an Schulden, die jetzt aufgenommen werden müssen, um diese Krise zu bewältigen. Und wir glauben auch, dass am Ende des Tages diese Krise dazu führen wird, dass erhebliches Inflationspotenzial damit in die Wirtschaft getragen wird. Das Inflationspotenzial, was einmal resultiert durch diese enorme monetäre Lockerung und die Schuldensituation, aber auch durch die Probleme, dass die Weltwirtschaft nach der Krise umgebaut werden muss, wenn man zum Beispiel will, dass in Europa in Zukunft Medikamente gefertigt werden, die heute aus ökonomischen Gründen dort nicht mehr gefertigt werden, dann geht das nur, indem man Firmen, die das dann tun, indem man denen Absatzgarantien gibt und ihnen ein höheres Preisniveau verspricht als das, was sich aus dem Marktprozess heraus ergeben würde. Und das ist nur mal ein Beispiel dafür, das zeigt, dass die Weltwirtschaft der Zukunft bei weitem nicht mehr diesen Maß an Effizienz hat und dass das zwangsläufig dazu führen wird, dass dieses geringere Maß an Effizienz in Verbindung mit enormer geldpolitischer Lockerung dazu führen wird, dass das mittelfristige Inflationspotenzial um ein Vielfaches höher sein wird als heute. Deswegen auch eine ganz wichtige Botschaft, die haben wir auch im Jahresausblick schon formuliert. Der Bondmarkt wird zum Ballast. Wir erleben es heute, dass der Bondmarkt eben auch nicht mehr in der Krise diversifiziert. Der Bundgüter steht heute niedriger als am 19. Februar, als der Aktienmarkt dann All-Time-High hatte.
Das heißt, also in dieser Aktienmarktkorrektur haben die Bonds per Saldo nicht mehr gewinnen können, was ein ganz klares Indiz dafür ist, dass der Bondsmarkt seine Funktion als Diversifikator verloren hat. Und ganz im Gegenteil, er in den nächsten Monaten ganz zentral in das Zentrum der Betrachtung rücken wird, als Belastungsfaktor innerhalb der Portfolien. Ja, und er wird in erster Linie erstmal vom langen Ende unter Druck kommen. Wir sehen das aus unseren Konjunkturindikatoren. Auf diesem Chart haben wir häufiger schon gezeigt, wenn man die Differenz von Lage und Erwartung in unserem Konjunkturindex nimmt, dann bekommt man einen Indikator und dieser Indikator weist nach oben und sagt ganz klar, die Kurven, die Zinskurven werden steiler. Und das ist auch ein ganz natürliches Phänomen, was wir in jeder Rezession haben, dass die Zinskurven letztendlich sich versteilern. Das heißt, der Druck baut sich vom langen Ende her auf. Ganz klar, wie gesagt, am langen Ende hat man natürlich die größte Anfälligkeit gegen diese Verschuldungssituation und auch die mittelfristigen Inflationsgefahren, die ansteigen werden, sind eben halt am Anfang erstmal auf der mittelfristigen Ebene wirksam. Und deswegen darf es nicht verwundern, wenn der Druck vom langen Ende sich aufbaut und die Notenbanken am kurzen Ende natürlich mit ihrer expansiven Geldpolitik noch die Entwicklung relativ begrenzen kann. Aber ganz klar, der Weg am Bondsmarkt ist unseres Erachtens negativ vorgezeichnet. Auf der Währungsseite werden wir auch Entwicklungen sehen, die wir auch im Jahresausblick eigentlich schon vorweggenommen haben, denn wir haben im Jahresausblick gesagt, der Dollar gerät mittelfristig unter Druck. Die veränderte Politik der Fed, die ja jetzt auch bei Nullzinsen angekommen ist, hat dazu geführt, dass der Trend in den Zinsdifferenzen nachhaltig gedreht hat, und zwar in atemberaubendem Tempo. Das wird unseres Erachtens nach dazu führen, dass auch der Euro-Dollar-Kurs tendenziell eher sich befestigen wird, als dass er sich weiter abschwächt. Also hier auch im Prinzip ein sehr, sehr starkes Signal aus der Marktentwicklung heraus, was unseres Erachtens nach im Moment noch nicht in den Märkten voll angekommen ist, aber die Reise sollte unseres Erachtens nach eher etwas zugunsten des Euros und gegen den Dollar verlaufen. Ja, und last but not least kommen wir noch zum Gold. Das Gold steht ja aktuell im Moment unter Druck, weil die Marktteilnehmer in hohem Maße Liquidität suchen, wenn ich aus Risikoüberlegungen heraus nicht in der Lage bin, sozusagen die Volatilität auszuhalten. Dann müssen Anleger alle möglichen Anlageformen verkaufen und in dem Zuge wird auch das Gold abverkauft, zumal Gold ohnehin in den Portfolien etwas hoch investiert war. Wir haben das in den letzten Wochen ja über unsere Analysen mehrfach betont, dass auch das Gold ein gewisses hohes Risiko aufweist. Wir glauben aber mittelfristig daran, dass Gold in diesem Umfeld, auf das wir uns zubewegen, trotzdem weiter gut und stetig ist, auch wenn es jetzt aktuell etwas unter Druck kommt. Zum einen hängt das damit zusammen, dass das Gold davon profitiert, wenn die internationale Verschuldung steigt. Das sieht man in diesem Chart hier. In Blau sehen Sie den Goldpreis, in Orange sieht man die US-Staatsschulden in Prozent des BIP. Und man sieht den ganz klaren Zusammenhang, wenn die Staatsschulden steigen, steigt dann am Ende auch das Gold. Und da wir davon ausgehen, dass die Staatsschulden nach oben gehen, ist das mit einer der stärksten Faktoren dafür, dass der Goldpreis ansteigen wird. Ja, wir wollen zum Abschluss meiner Ausführung das Ganze noch mal ein bisschen einordnen. Und wir wollen das noch mal einordnen, abschließen mit unserem Stimmungsfahrplan. Wir haben ja viele, die Sendik schon länger kennen, wissen, dass wir einen gewissen Stimmungszyklus haben, wo man anhand verschiedener Stufen, wie über ein Event gesprochen wird, man einstufen kann, wo wir uns in einer Krise befinden. Und was Sie hier sehen, ist der Stimmungsfahrplan zur Corona-Krise. Also wenn wir jetzt mal nur das Geschehen rund um das Virus betrachten, dann glauben wir, sind wir inzwischen schon sehr, sehr weit fortgeschritten und sehr, sehr nah am Tief. Wir leugnen nicht mehr, dass das Virus gefährlich ist. Wir haben es erkannt. Und die harten Maßnahmen, die jetzt die Staaten durchführen, sind de facto eine Kapitulation unserer gesamten Gesellschaft global vor diesem Virus. Es gibt noch ein kleines Restrisiko, was in den USA liegt.
denn die USA hinken leider im Zyklus etwas hinterher. Und die Amerikaner befinden sich eigentlich noch sowas wie in der Galgenfrist. Die wissen eigentlich schon, dass sie das Problem haben. Sie haben aber noch nicht den finalen Shutdown durchgeführt wie viele andere Länder. Insofern gibt es hier noch ein Restrisiko, dass auch die USA noch kapitulieren muss vor diesem Virus. Aber de facto sind wir, was die unmittelbare Wirkung dieses Virus angeht, befinden wir uns ganz klar in der Nähe eines Endpunktes. Jetzt könnte man sagen, hurra, wenn wir in der Nähe eines Endpunktes sind, dann wird doch alles gut, dann muss man kaufen und wir haben die Krise bald hinter uns. Und da möchten wir an eine Erfahrung erinnern, die wir alle im Jahr 2007, 2008 gemacht haben. Wir haben nämlich erkannt, dass die Krise in verschiedenen Stufen abläuft und dass jede einzelne Krise leider das Problem hat, dass sie eine Krise höherer Ordnung aufgedeckt hat. Also wenn Sie sich da zurückerinnern, 2007, 2008 ging es ja los mit der Subprime-Krise. Die Anleger waren, die haben diese Subprime-Krise durchlaufen, um dann aber letztendlich eine Bankenkrise zu haben. Dann haben wir die Bankenkrise durchlaufen, dann haben wir am Ende eine Solvenzkrise gehabt. Also das heißt, wir sind immer letztendlich nach Ablauf einer Krise auf eine Krise näher, nicht höhere Ordnung gekommen. Und das wird auch dieses Mal wieder so sein. Das heißt, insgesamt gesehen befinden wir uns Stand heute eben am Ende der Corona-Krise. Aber das Ende der Corona-Krise ist leider nur die erste Phase einer höheren Krise, höherer Ordnung, die wir mal die Krise der Disruption genannt haben, weil uns eigentlich noch kein besseres Beispiel dafür vorkommt. Das heißt, was jetzt stattfinden wird, ist eine Hoffnungsrallye. Die Märkte werden in den nächsten Tagen die Hoffnung haben, vielleicht weil die Fallzahlen weltweit sinken werden, dass wir den Höhepunkt der Krise durchlaufen haben. Aber wie Sie aus unseren Ausführungen entnehmen konnten, wir befürchten, dass die Krise insgesamt viel, viel länger dauert, dass sie auf der Zeitachse sich so weit hindehnt, dass sie eben so große wirtschaftliche Verwerfungen ausüben wird, dass eben diese Phase der wirtschaftlichen Verwerfung erst noch erkannt werden muss, wie groß diese Disruption dann stattfindet. Und insofern ist also das, was jetzt vor uns liegt, eine taktische Erholungsphase. Sie wird den Charakter einer Hoffnungsrallye haben, aber sie wird leider nicht den Beginn einer neuen positiven Phase sein, sondern sie wird sich im Nachhinein als Zwischenerholung herausschälen. Und wir glauben, dass in dieser Phase der Disruption, die vor uns liegen wird, die Bondmärkte sehr, sehr stark nach und nach unter Druck kommen werden. Und dass man eben am Ende dieser Phase erkennen wird, dass der wirtschaftliche Schaden immens ist und auch die Folgekosten, die daraus entstehen, sehr, sehr hoch sein werden. Also insofern ein zweigeteilter Ausblick, taktisch, wie gesagt, durchaus die zunehmende Chance, dass nach dem Future-Verfall eine gewisse Stabilisierung stattfinden wird, eine gewisse Gegenbewegung. Aller Voraussicht nach wird die schneller sein, die ganze Bewegung wird kürzerfristiger sein als in früheren Zyklen. Und in dieser Phase, wenn wir das klar erkennen, dass es nur eine Hoffnungsphase ist, dann werden wir am Ende dieser Phase beherzt nochmal dazu übergehen müssen, auch unser Portfolio anzupassen. Wobei ich dann ja schließe mit dem Fazit. Anpassungsfähigkeit ist das, was in den nächsten Wochen in der Tat gefragt ist. Wir haben ein gravierendes globales Ereignis ohne Vorbild. Wir werden komplett neu denken müssen. Und was ich nur betonen kann, in den nächsten Wochen kommt es darauf an. Wichtiger als taktische Fragen ist die strategische Aufstellung. Wenn diese Krise tatsächlich auch nur ansatzweise die Dimension hat, die wir jetzt hier skizziert haben, dann kommt es in der Zukunft nicht unbedingt darauf an, ob man jetzt taktisch seine Chancen ausgelotet hat, sondern wir müssen die Zeit, die nächsten Wochen oder nächsten Tage dazu nutzen, zu überprüfen, ob wir strategisch richtig aufgestellt sind. Und richtige Aufstellung heißt eigentlich, dass wir Maximaldiversifikation betreiben. Wir müssen schauen, dass wir von keiner Assetklasse übermäßig viel haben, sondern dass wir möglichst viele unterschiedliche Assetklassen abgebildet haben, dass wir auch unterschiedliche Investmentstile in unseren Portfolien haben,
Das ist der einzige wirksame Schutz, denn es gibt in dieser Krise aller Voraussicht nach eben, vielleicht mit Ausnahme von Gold als gewisser Währungsersatz, keinen sicheren Hafen. Und selbst Gold, was uns jetzt noch so klar als sicherer Hafen vielleicht erscheint, wird vielleicht am Ende der Krise das Problem haben, dass es uns so geht, wie es auch früheren Goldanlegern, zum Beispiel in Kriegszeiten gegangen ist, dass es irgendwann mal heißt, zur Finanzierung dieser ganzen Schäden sind jetzt die, die Gold haben, aufgefordert. Ne? Damals im Krieg hieß es ja, Gold gab ich für Eisen. Und so könnte es auch diesmal wieder kommen. Denn am Ende der am Ende der Entwicklung, irgendeiner wird das Ganze finanzieren müssen. Und entweder wird es über eine gigantische Inflation finanziert oder es wird in irgendeiner Form über Steuern, über Lasten, um Ausgleichsprogramme dazu kommen, dass man diese immensen Belastungen, die sich jetzt bei den Staaten aufkumulieren werden in den nächsten Wochen, die muss am Ende einer bezahlen und die werden in irgendeiner Form verteilt und niemand weiß, wie sie verteilt werden. Und deswegen glauben wir, ist die strategische Aufstellung am Ende wichtig. Es macht keinen Sinn, kopflos alle Aktien zu räumen und den Bonds zu fliehen, wenn am Ende die Bonds diejenigen sind, die massiv abbasiert werden, sondern man braucht Aktien, man braucht wahrscheinlich auch ein paar Anleihen, man braucht Cash, dass man zahlungsfähig bleibt, man braucht etwas Gold, aber man braucht mit Sicherheit nicht nur alles von einer Gattung. Der kurzfristige Ausverkauf bei Aktien strebt beim Höhepunkt ergeben. Wir denken, dass spätestens nach dem Future-Verfall der Höhepunkt beschritten ist, dass es dann zu einer Hoffnungsrallye in den April hineinkommt, wie sie eigentlich relativ üblich ist. Der April ist ja immerhin durchschnittlich der beste Monat im ersten Halbjahr, aber Dividenden sind nicht mehr sicher. Die Dividenden werden im großen Stile dieses Jahr ausfallen. Und deswegen wird auch die Rallye in den April herein bei weitem nicht so dynamisch verlaufen, weil es eben gar nicht so viele Dividenden gibt, die ja sonst die Anleger versuchen im April zu vereinnahmen. Da werden ganz, ganz viele werden ausfallen, entweder mangels Hauptversammlung oder aber weil die Unternehmen die Dividenden zusammenstreichen. Bonds funktionieren nicht mehr zur Diversifikation. Passen Sie auf, die Bonds sind das eigentliche Opfer. Die Kurven dürften sehr steil werden. Und am Ende der Krise haben wir entweder ein geeintes Europa, weil sich das Europa bewährt hat in der Krise, dann haben wir am Ende Eurobonds und haben Schuldenvergemeinschaftungen und haben auch die globale soziale Sicherung in Europa, oder wir haben am Ende dieser Krise keinen Euro mehr. Eins von beiden wird passieren und beides spricht dafür, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten deutliche Verwerfungen am Bondmarkt bekommen werden. Und last but not least, auch wenn im Moment die Korrektur bei Gold noch läuft, Gold ist weiter gut und stetig, aber selbst die Goldbesitzer müssen sich darauf einstellen, dass irgendwann in der Krise mal einer auf die Idee kommt, dass sie vielleicht diejenigen sind, die besser gefahren sind wie andere und auch ihren Teil zur Lösung der Probleme noch beizutragen haben. Ja, das soweit von meiner Seite. Ja, ein schwieriges, großes Thema. Ich hoffe, dass Sie dennoch eine Menge Denkanstöße mitnehmen. Uns geht es ja bei diesen Ausführungen nicht darum, dass wir glauben, dass wir irgendwie die Weisheit oder Wahrheit gepachtet hätten. Die haben wir in keinster Weise, sondern uns geht es darum, Ihnen Informationen und Denkanstöße zu geben, damit Sie in den nächsten Wochen in der Lage sind, die Anpassungsfähigkeit zu zeigen, die von uns allen gefragt sein wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Manfred, für deine wirklich imposante Ausführung. Wir hoffen, dass wir Ihnen da eine wichtige Hilfestellung geben können in Ihrem Tun in den nächsten Tagen und Wochen. Die Frage ist letztlich immer, wie setzt man das Ganze in die Praxis um? Wie aggregiert man das Ganze? Wir haben in der Vergangenheit mehrere Tools auch hier schon vorgestellt. Ein ganz wichtiges Tool in unserer Arbeit ist das Sendix-Risikoradar. Das aggregiert und sehr systematisch viele Aspekte aus dem Anlegerverhalten quantitativ misst und bewertet auf unterschiedlichen Märkten. Und Sie sehen diese blauen Balken, die nach oben und nach unten ausschlagen. Schlagen sie nach oben aus, sind eher Chancen angezeigt. Schlagen die nach unten aus, sind eher Risiken angezeigt. Und wo finden wir aktuell mehr Chancen? Bei den Aktienmärkten, allen voran europäischen und japanischen Aktienmärkten. Wo haben wir tendenziell risikobelastete Assets? Das sind eher die Renten und Gold. Woraus speist sich letztlich dieses Risiko? Ich habe gesagt, das ist eine Aggregation verschiedener Faktoren. Da läuft Positionierung rein, da läuft Sentiment mit rein, da läuft
Overconfidence mit rein, alle die Subindikatoren und natürlich auch das gedehnte Gummiband von überkauften oder überverkauften Marktpreisen. Alles das wird quantitativ bewertet und leitet uns in unserem Tun, sodass wir letztlich dann in den Portfolien, und ich habe hier als Beispiel unseren Multi-Asset-Fonds Risk-Return-M mitgebracht, ganz klar darauf reagieren. Sie wissen, wir denken nicht nur konträr, wir handeln auch sehr konsequent danach. Das heißt letztlich, wir sind in die Krise mit Aktienquoten von rund 10%, 20%, am Anfang 10% durch den Hedge reingegangen, haben das super abgefedert, aber haben natürlich antizyklisch jetzt diese Sentiment-Kaufsignale, die angezeigten Chancen genutzt, um sukzessive Aktien aufzubauen. Was sehen Sie hier? Sie sehen die Positionierungsmeldung, die wir sogar wöchentlich erstellen, deswegen auch der Vergleich zur Vorwoche. Sie sehen, im Vergleich zur Vorwoche sind sogar leicht Aktien aufgebaut worden. Und diese Positionierung bekommt jeder Investor, der beispielsweise im Risk Return M investiert hat, bekommt das, um die nötige Transparenz herzustellen. Das heißt einerseits starkes Akzent auf die Chance der Aktien, aber auch ein weiteres Akzent auf die Renten. Und zwar sind wir über die letzten 2 Wochen Duration Short gegangen. Das heißt, wir haben nicht nur die Positionen abgesichert, sondern haben über dem Maße hinaus eine negative Duration von ganz grob 1,5 Jahren aufgebaut. Das ist, sagen wir so, eine klare Handschrift, was wir für die nächste Marktbewegung sehen. Und der Manfred Hübner hat gerade gesagt, es wird sehr wichtig sein, dass man flexibel ist in seinem Anlagestrategie, in seinem Investitionsverhalten. Wir können im Moment nicht absehen, wie lange wir diese offensive Aktienquote halten werden. Das heißt, das ist ein Fahren auf Sicht, ein Nutzen von Chancen. Aber es könnte durchaus sein, dass mittelfristig der Bias abknickt und wir Handlungsbedarf haben. Es könnte durchaus auch sein, dass der Ausverkauf bei Gold zu Ende ist und wir Gold wieder ins Portfolio holen. Da komme ich schon zum nächsten Punkt. Gold, Edelmetalle haben wir in den letzten Wochen aufgrund der Risikoindikation tendenziell geräumt. Das ist gerade mal ein Restbestand von 1,4% Silber noch im Portfolio. Wir hatten vor wenigen Wochen, alle, die uns da regelmäßig verfolgen, Bestände von 20, 25% Edelmetallen. Also sehr, sehr flexibel, sehr konsequent im Umgang mit Risiko. Ja, und was hier vielleicht auch als Besonderheit zu erwähnen ist, wir haben die ganze Zeit Sektoren über- und untergewichtet, eine eigene marktneutrale Sektorstrategie im Fonds gehabt. Wir haben in dieser Krise hinein jetzt entschlossen oder beschlossen, dass wir das temporär zurückführen, um ein stabiles Portfolio zu haben, weil die Auswirkungen auf die einzelnen Branchen uns im Moment ein unkalkulierbares Risiko erscheinen. Und wenn irgendwo eine Marktberuhigung eintritt im Laufe der nächsten Wochen und Monaten, dann werden wir das wieder sukzessive ausbauen. Also von daher wollen wir ein stabiles Portfolio und dementsprechend die wichtigen Stellgrößen im Portfolio bewegen. Das ist unsere Antwort auf die Krise. So wollen wir zumindest mal von der nächsten Bewegung partizipieren und dementsprechend dann für unsere Anleger das beste Ergebnis rausholen. Wir müssen sagen, dass die bisherige Bilanz im Jahr 2020, da sind wir mit minus 10% in diesem Produkt auch nicht zufrieden. Nichtsdestotrotz kann man auch sagen, würden sich quasi nur die Kurzverluste halbieren, wir würden dann 50% Retracement machen auf diese Bewegung, dann hätten wir allein über die Aktienquote schon quasi wieder, wenn wir an der Nulllinie, was mit Sicherheit viele andere Produkte nicht von sich behaupten können. Ja, jetzt wären wir schon eigentlich am Ende unserer Ausführungen, auch wenn es jetzt eine ganze Stunde gedauert hat. Ich glaube, es waren sehr, sehr viel spannende Themen dabei, sehr viel spannende Argumente. Und ich würde jetzt gerne überleiten in Fragen, die sich vor allem natürlich um den Aktienmarkt drehen von unseren Zuschauern und Zuhörern und würde diese gerne vorlesen und dann bitten, dass mein Kollege, der Manfred Hübner, diese dann auch beantwortet. Die erste Frage dreht sich darum, kann sich der Aktienmarkt überhaupt taktisch erholen, wenn nicht absehbar ist, wann so ein Shutdown beendet ist? Was sind die Argumente dafür, dass er überhaupt taktisch steigen könnte? Also das wesentliche Argument ist, wenn der Shutdown quasi eingepreist ist, wenn das vollzogen ist,
dann ist im Prinzip erstmal entsteht ein gewisser stabiler Zustand. Der Shutdown ist zwar negativ, aber er ist ein Zustand, an dem man sich auch ein Stück weit erstmal gewöhnen kann. Und letztendlich ist es genau diese Gewöhnungsphase. Es wird auch mal ein paar Tage geben in der nahen Zukunft, wo die Nachrichtendichte etwas geringer wird, wo sozusagen ein paar die Fallzahlen langsam zurückgehen, wo Menschen sich an dieses Umfeld gewöhnt haben und wo in der Zwischenzeit noch keine Hiobsbotschaften aus der Realwirtschaft eintreffen, nämlich Hiobsbotschaften, die da lauten, Lieferungen bleiben aus oder irgendwelche Unternehmen gehen in Zahlungsverzug und lösen Kreditereignisse aus. Das wäre ja sozusagen die nächste Steigerungsstufe. Und diese relative Ruhe wird dazu führen, dass Märkte sich erholen. Wir haben das mal früher mal so schön immer gesagt, nichts ist schöner als das Gefühl nachlassenden Schmerzes. Und wir werden in den nächsten Tagen eine Situation erleben, wo man für einige Tage der Schmerz nachlässt. Und in dieser Phase werden dann Märkte sich ein Stück weit erholen, weil einige Marktteilnehmer ein bisschen zu defensiv sind, andere ein bisschen die Hoffnung haben, es könnte vielleicht doch gewesen sein. Und das, wie gesagt, führt dazu, dass die Märkte sich erholen. Aber es wird aller Voraussicht nach eben nicht dauerhaft sein. Genau aus dem Grund, was der Fragesteller auch sagt, die Krise, solange kein Ende absehbar ist es auch im Moment noch schwer vorstellbar, wirklich ein Ende der Finanzmarktentwicklung da schon zu prognostizieren. Vielen Dank. Es sind einige Zuhörer, die sich brennend um den Aktienmarkt interessieren. Die Fragen gehen oftmals in die gleiche Richtung. Deswegen versuche ich diese mal auch ein bisschen zusammenzufassen. Mit Verweis auf China wird quasi auch diese Blaupause für den DAX unterstrichen. Die eine Frage zielt ab, ja, nach dieser taktischen Erholung bekommen wir tiefere Tiefs an den Aktienmärkten. Ich denke, das ist auch beantwortet durch den Stimmungszyklus, durch den übergeordneten. Das ist aus unserer Sicht schon ja, durchaus angelegt. Die Frage, die der nächste Zuhörer stellt, ist Gegenbewegung, wie lange, wie schnell, wie hoch? Also ganz kurz, gibt es da eine Indikation, wie man das abschätzen kann? Na, ich habe zwar versucht, im Prinzip zu sagen, es läuft alles schneller ab, also sprich, die Gegenbewegungen sind zeitlich wahrscheinlich kürzer, als wir es früher gewohnt sind. Und das Ausmaß nach oben, ich befürchte, sie läuft flacher, als es uns lieb ist. Die nächste Frage beschäftigt sich quasi mit dem Thema Sell-off. Hatten wir schon einen? An was können wir das festmachen? Ja, ich meine, da haben wir ja viele Indikatoren gezeigt. Nach klassischer Lesart hatten wir diesen Ausverkauf. Es gibt eigentlich nur einen Indikator, der ein bisschen dagegen spricht, nämlich dass leider zu viele sich äußern und sagen, dieser Ausverkauf könnte doch eine Chance sein. Also typischerweise am Ende einer Panik empfiehlt keiner mehr das Asset zum Kauf. Ich habe relativ viele leider Stimmen wahrgenommen, die darauf hindeuten, die sagen, ja, es gibt doch da diese taktische Chance, die kann man nutzen. Das ist leider die größte Schwäche, die wir momentan haben. Mir wäre es lieber, wir wären die Einzigen, die die Chancen einer Erholung sehen würden. Und das bringt mich eben auch wieder zum gleichen Ergebnis aller Voraussicht nach, wenn die Erholung kommt, sie ist relativ wahrscheinlich, wird sie aber wahrscheinlich diese Leute, die darauf setzen, in irgendeiner Form enttäuschen, weil sie zu schnell ist, um sie zu nutzen, oder zu flach ist, um wirklich davon zu profitieren. Der nächste Zuhörer sorgt sich letztlich um die Dividenden und fragt, sind Dividendenkürzungen bei defensiven Werten wie zum Beispiel Nestle und Co. auch denkbar? Also speziell auf Nestle kann ich nicht eingehen, weil dafür kenne ich das Unternehmen zu wenig. Sicherlich sind jetzt klassisch defensive Werte weniger empfindlich. Wir sollten uns aber darauf einstellen, dass es Firmen treffen wird, an die wir heute noch gar nicht denken und bei denen wir es überhaupt nicht für möglich gehalten hätten, dass es dazu kommt. Und beim Thema Ausfall der Dividende über Hauptversammlung, da kann es natürlich prinzipiell jedes Unternehmen treffen, was jetzt seine Dividende an eine Hauptversammlungsentscheidung koppeln muss, denn die Hauptversammlung sind bis auf Weiteres ja genauso abgesagt wie alle anderen Großveranstaltungen. Eine letzte Frage haben wir noch, die Zahlen, Neuinfektionszahlen aus China zumindest mal hinterfragen, ob wir glauben, dass diese verlässlich sind. Kann ich nicht beurteilen. Die chinesische Regierung hat ein hohes Interesse daran, wieder zur Normalität zurückzukehren. Aber die chinesische Regierung weiß auch, dass wenn es zu einem Neuaufflammen der Krise kommt, dass sie ein richtig fettes Problem hat. Deswegen, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ich hoffe, dass in China weiterhin sehr besonnen damit umgegangen wird und dass man nicht voreilig was riskiert.
Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Interesse, Ihr Durchhaltevermögen, weil es wurde ja dann doch etwas länger, aber ich glaube, Sie wurden mit spannenden Informationen wertvoll entschädigt, sodass wir am Ende uns auch auf das nächste Webinar freuen, regulär im Quartalsrhythmus oder ganz spontan, wenn es neue gravierende Entwicklungen gibt. Vielen Dank für Ihr Interesse.